Hallo, ich bin Elienix. In diesem Video zeige ich euch den Weg zum Einsiedler von Granite Falls. Viel Spaß! Der Einsiedler von Granite Falls lebt auf einem geheimen Grundstück. Und zwar nennt sich dieses geheime Grundstück der Tiefe Wald. Wie ihr euch sicher schon gedacht habt, dort könnt ihr nicht einfach hinreisen. Aber wie ihr dorthin kommt und was ihr dort finden könnt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Übrigens, um zu diesem geheimen Grundstück zu gelangen, benötigt ihr die Erweiterung Outdoor-Leben. Aber es gibt auch geheime Orte, die ihr mit dem Basisspiel erreichen könnt. Schaut am besten in meiner Tipps und Tricks-Playlist vorbei, die blende ich euch jetzt hier rechts oben ein. Dort habe ich schon jede Menge Videos über die geheimen Orte in die Sims 4 hochgeladen. Und noch eine gute Nachricht. Euer Sim benötigt keine besonderen Fähigkeiten, um zum Einsiedler von Granite Falls zu gelangen. Gut, dann los geht's! Und hier sind wir wieder bei meiner Familie Smith. Solltet ihr schon andere Videos von mir gesehen haben, dann kennt ihr diese Familie bestimmt. Ich bin so gut wie immer mit einem von ihnen unterwegs. Hier sehen wir Nick und John. John ist tatsächlich noch nicht so lange Teil der Familie. Ihn gibt es nämlich erst seit meinem Mod-Video für besseres Familien-Gameplay. Falls euch das interessiert, das blende ich euch jetzt auch einmal ein. Hier stelle ich meine Top 4 Mods vor für bessere Schwangerschaften und Familien. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg nach Granite Falls. Heute, hätte ich gesagt, reisen wir mal wieder mit unserer Maya. Um zum geheimen Grundstück in Granite Falls zu kommen, müssen wir natürlich nach Granite Falls reisen. Hierzu müssen wir in den Urlaub fahren. Maya wird jetzt einfach allein fahren. Und jetzt bucht sie gerade den Urlaub. Und jetzt reisen wir nach Granite Falls und nehmen einfach mal irgendeine Hütte hier. Nehmen wir einfach mal die grüne Zuflucht. Und jetzt müssen wir mit ihr zum Wald von Granite Falls reisen. Diesen Wald finden wir hier hinten, eben Wald von Granite Falls. Es ist ein Nationalpark und dort reisen wir jetzt hin. Den Eingang zu finden ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ihr müsst euch hier genau umschauen. Und jetzt sehen wir hier hinten zwischen diesen Steinen, ist dieser verwachsene Durchgang. Und wenn wir draufklicken, dann sehen wir können ihn erkunden. Und genau das machen wir jetzt. Wie wir sehen, geht Maya jetzt durch den Durchgang einfach hindurch. Und jetzt startet eine Reise. Und zwar die Reise Erforschung des Dornengestrüpps. Hierbei ist es ganz wichtig, dass wir immer auf die richtigen Sachen klicken. Umgeben von Dickicht, Dornen und Gefahren muss Maya sich entscheiden, weitergehen oder sich zurückziehen. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Wir müssen hier jetzt weitergehen. Nachdem Maya sich mehrere Minuten einen Weg durch das Dickicht gebahnt hat, versperrt ihr ein riesiges Spinnennetz den Weg. Bleibt nur zu hoffen, dass es keine Spinne zu dem Netz gibt. Hier müssen wir jetzt durch das Spinnennetz gehen. Maya marschiert mit schwingenden Armen und einem Lied auf den Lippen durch das Gebüsch, als etwas Glänzendes ihre Aufmerksamkeit erregt. Was für eine Versuchung! Jetzt können wir das Objekt ignorieren oder das Objekt nehmen und im Endeffekt dürft ihr euch hier jetzt einfach nicht ablenken lassen, deshalb werden wir das Objekt ignorieren. Maya hat sich einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten im Wald eine Lichtung. Eine Lichtung mit einem mysteriösen Sim. Und hier müssen wir uns jetzt zu Sim durchschlagen. Ein Pop-up kommt jetzt noch. Möchtest du Maya in den tiefen Wald schicken? Okay. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg zum tiefen Wald. Und hier sind wir. Wie der Name schon sagt, es ist hier alles voller Bäume. Und hier hinten gibt es noch ein kleines Haus. Und in diesem Haus wohnt eben eine Einsiedlerin. Und zwar Hannah Brandenburg. Sie ist eine Seniorin und sie lebt eben hier in diesem Grundstück im tiefen Wald. Auf diesem Grundstück gibt es zum Beispiel jede Menge Pflanzen zu entdecken. Also es gibt hier eben Zwiebelpflanzen, hier ist ein Tomatenstrauch, hier ist eine Karottenpflanze, noch eine Karottenpflanze, eine Petersilienpflanze. Gut, was gibt es sonst noch zu entdecken? Hier gibt es dann noch ein Lagerfeuer, das ihr anzünden könntet. Und hier hinten gibt es noch einen wunderschönen Angelspot. Okay, es ist gerade zu kalt zum Angeln, aber normalerweise kann man hier angeln. Hier hinten gibt es dann auch noch einen Platz, auf dem wir graben können. Ja, also wie ihr seht, es gibt jede Menge verschiedene Dinge, die man hier sammeln und entdecken kann. Aber das Spannendste daran ist eben, dass hier ein Sim wohnt. Und mit diesem Sim werden wir uns jetzt gleich einmal anfreunden. Wir werden uns jetzt einmal respektvoll bei ihr vorstellen. Maya freundet sich jetzt gerade mit der Einsiedlerin an. Wir werden ihr noch ein Kompliment machen und über Erfolge im Leben reden und dann noch Respekt zeigen. Es ist nämlich so, wenn ihr euch mit der Einsiedlerin gut anfreundet, dann lernt sie euch ein Rezept. Und zwar lernt sie euch dann ein Kräuterkunde-Rezept. Dieses ist der pilzige Düngeraufguss und das ist ein Dünger für Pflanzen. Ich mache jetzt einfach alle freundlichen Interaktionen, die ich finden kann.
Etwa 1000 Stunden später sind Hannah und Maya endlich gute Freunde geworden und jetzt können wir sie nach dem Rezept fragen. Und zwar dazu müsst ihr auf freundlich gehen und dann sehen wir hier Kräuterkunde-Rezept lernen. Maya hat das Rezept für den pilzigen Düngeraufguss von dem Einsiedler gelernt. Jetzt habe ich euch schon fast alles gezeigt, was ich euch gerne zeigen wollte, aber eine Sache zeige ich euch noch. Und zwar zeige ich euch, wie wir jetzt hier bauen können. Wie immer müssen wir zuerst die Cheats aktivieren. Das machen wir mit STRG UMSCHALT und C. Und jetzt geben wir ein Testing Cheats True und klicken auf Enter. Einen Cheat brauchen wir jetzt noch, und zwar BB Enable Free Build und wieder Enter. Jetzt ist der Free Build Mode aktiviert und wie wir sehen, können wir jetzt hier auf den Baumodus zugreifen. Hier im Baumodus sehen wir jetzt, dass hier ein Grundstück entstanden ist, und zwar das Einsiedlerhaus. Es ist ein 30x20 Grundstück und die Grundstücksart ist Einsiedlerhütte. Ihr könnt hier auf diesem Grundstück jetzt alles selbst bauen, was ihr möchtet, oder ihr könnt natürlich auch einfach etwas aus der Galerie herunterladen. Und ich werde jetzt auch gleich mal schauen, was die Galerie zu bieten hat. Hier bin ich jetzt auf am beliebtesten Grundstücke und auf 30x20 gegangen. Und zudem habe ich noch den Hashtag Granite Falls eingegeben. Ich habe mich jetzt für diese Hütte entschieden und diese werde ich jetzt hier platzieren. Und das ist jetzt die neue Einsiedlerhütte hier im tiefen Wald. Und das war's jetzt auch schon mit meinem Video über die Einsiedlerhütte und den tiefen Wald in Granite Falls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet den Weg dorthin jetzt auch. Wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Kommentar und über jeden Follow. Ich bin ganz neu bei YouTube und ich kann genau deinen Support wirklich sehr brauchen. Neue Videos über die Sims kommen auf diesem Kanal übrigens jeden Montag und jeden Donnerstag. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!